Hallöchen und ganz herzlich willkommen zu meinem Wochenabschluss Nummer 2 für den Monat März. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich würde sagen, wir fangen eigentlich ja immer bei meinen Fixkosten an. Nun ist aber das allerletzte noch nicht abgegangen und das sind die Fixkosten. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir gleich über zu den variablen Kosten. Da hatte ich auf jeden Fall mal wieder die ein oder andere Ausgabe. Und wie immer fangen wir bei den Lebensmittelkosten an. Ich habe 53,59 ausgegeben, auch mal wieder beim Edeka. Übrig hatte ich zu dem Zeitpunkt noch 99,40. Und einen weiteren Einkauf, und zwar von 66,88. Da war ich mal beim Aldi und übrig in dem Bereich habe ich jetzt noch 32,52. Ja, die 100 Euro in bar, die habe ich noch komplett. Das heißt also 130 Euro haben wir noch für etwa, also ungefähr anderthalb Wochen. Ich denke, das wird auf jeden Fall reichen, hoffe ich auf jeden Fall. Also in dem Bereich möchte ich nicht ins Minus gehen. Dann geht es weiter, Drogerie, keine weiteren Ausgaben, auswärts essen. Und zwar, wir waren einmal schön zusammen essen, im Wert von 42 Euro. Wir waren beim Griechen. Und übrig in dem Bereich habe ich noch 8 Euro. Und ich glaube, die lasse ich diesmal tatsächlich. Denn wenn wir nochmal uns ein Eis essen, also nochmal ein Eis essen gehen sollten, kostet das ungefähr 8 Euro. Also ein kleines Eis, ne? Nicht so wie hier, sondern nur so ein kleines. Deswegen lasse ich das, glaube ich, diesmal da drin. Ja, Molly hat noch keine Leckerlis bekommen. In Luxus hatte ich zwei Ausgaben. Einmal 10 Euro für Aldi. Denn ich habe da Pflanzen gekauft. Also ich habe zwei Rosenstämme gekauft und irgendwas anderes Kleines noch. Und da habe ich mir 10 Euro von abgezogen. Und dann hatte ich noch eine Ausgabe in Höhe von 6,25 für Weltwatcher, weil ich das ja sozusagen gerade doppelt laufen habe, noch einmal im April und dann war es das, um halt diese günstige Rate halt beizubehalten. Das heißt, 3,75 wären noch drin und die nehmen wir natürlich raus für Challenges. Somit haben wir hier gar nichts mehr im Luxusbereich. Freizeit habe ich die 70 Euro und sonstiges ist auch nichts weiter passiert. Ich würde sagen, wir schauen noch mal eben nach. Und ich glaube hier, ach ja, genau, ich erinnere mich. Das habe ich tatsächlich nur, ich habe das ja mit dem Konto bezahlt, also mit meinem Bankkonto. Und ja, ich hatte überhaupt, ich habe meinen Zehner nicht gewechselt bekommen. Ja, und dann habe ich einfach das ganz klein gemacht. Also ihr seht, hier sind die 100 Euro noch drin, hier die 10 Euro noch. Auswärts essen sind die 8 Euro noch drin und hier haben wir Luxus. Ja, richtig. Das sind 3,75 Euro. Also ich habe halt überhaupt kein, also ich kann kein Zehner klein machen, was der eigentlich richtig doof ist. Ja, muss ich mal irgendwie mal. Ja, hier, ich habe jetzt quasi nur noch ein paar Centstücke. Und ja, wir können das hier 10 Demis reinstecken. Also 50, 1 Euro, 1,20, 40, 60, 80, 2 Euro, 20, 40, 60, 80, 3 Euro, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Und die 5, also 3,75 Euro sind da jetzt reingelandet. Normal wären es ja nur diese 75 Cent. Aber ich habe gesagt, alles was Kleingeld ist, kommt hier rein. Also wird vermutlich heute, ich muss mal gucken, bei den Geldtöpfen 2 hatte ich noch eine Ausgabe, ob ich da Kleingeld übrig habe. Ansonsten können wir dieses Spiel hier leider nicht spielen heute. Wir können sowieso heute nicht so spielen, weil ich habe nicht viele Einnahmen. Leider, leider, leider. Also heute ist der 18.3. Also schon der Montag. Eigentlich hätte ich gestern das Video noch machen müssen. Aber ich hatte gerade 6 Tage Frühdienst.
Was eigentlich, also eigentlich hat es auch viel Spaß gemacht, aber ist schon eine Überwindung, immer so früh aufzustehen. Zumal ich ja auch immer noch vor dem Frühdienst noch mit dem Hund gehen muss, da mein Freund ja immer noch diese 6 Wochen Teilbelastung hat von 10 bis 15 Kilo. Er hat sich mal auf die Waage gestellt, das ist quasi nix. Also, das wird noch anstrengend. Also, es sind noch 4,5 Wochen, glaube ich. Egal, wir werden das schon schaffen. Also, ich habe einmal im Lotto gewonnen. Nicht viel, wirklich nicht viel. Also es musste ja durch 3 geteilt werden. Das waren 15,70 Euro. Und einmal Sparlose. Also ich habe nichts verkauft, gar nichts. Da muss ich mich echt mal wieder ein bisschen anstrengen. Sind insgesamt 20,70 Euro. Yay. Aber es ist besser als nichts, also bin ich damit zufrieden. So, und hier haben wir sie. Also ich habe hier 20 Euro und das können wir verspielen. Ihr seht, das ist natürlich nicht viel, aber naja, ist es besser als nichts. So, bevor wir aber irgendwas verspielen, müssen wir nochmal schnell aufschreiben, was hatte ich noch für Ausgaben? Und zwar habe ich in Geschenke Ausgaben gehabt, also bei den Geschenken, und zwar Ostern plus Geburtstag meiner Schwester. Die hat nämlich am 4., genau zusammen mit meiner Tochter, am 4. April haben die beiden Geburtstag. Und insgesamt habe ich jetzt 69,57. Aber ihr wisst, wir runden das immer auf. Ihr wisst es, ich vergesse es immer. Also sind hier 70. Das bedeutet, wir haben hier nur noch 50 Euro in dem Bereich und müssen dann natürlich im April nochmal ordentlich was reinpacken. Denn ihr wisst ja, meine Tochter hat ja auch Geburtstag und 50 Euro wäre ein bisschen zu wenig. Deswegen muss hier auf jeden Fall im April noch Geld rein. Schauen wir mal eben nach. Also Geschenke müssten jetzt noch 50 Euro. Und ich möchte gerne zum Stoffmarkt also ist ja dieses Wochenende am 24. in Hamburg. Aber ich habe kein Geld. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich unvernünftig bin und einfach viel mehr ausgebe, als ich eigentlich habe. Oder ob ich vernünftig bin. Naja, ich werde euch auf jeden Fall davon berichten. Also 50 Euro und das Kleingeld kommt in meinen Kleingeld-Challenge. Aber ihr seht das, das bedeutet auch, wir können dieses Mal nichts in meine 2000-Euro-Challenge tun, was aber nicht schlimm ist. Also ich finde es nicht schlimm und ich hoffe, ihr seht das genauso. Dafür kommt hier ordentlich was rein. Da bin ich sehr gespannt, wie viel das ergeben wird. So, eine Ausgabe hatte ich noch und zwar waren wir mit unserem Sohn und einem Freund von unserem Sohn zusammen in der Fuchsihalle. Das ist so eine Spielhalle, bei uns gar nicht so weit entfernt und das hat ein bisschen mehr gekostet, als ich tatsächlich hatte. Also, ich meine, nimm wieder der 18.3., aber mein Freund war so lieb und hat den Rest bezahlt. Also, Spielhalle für Kinder ist das, also 24,50. Und somit ist hier nichts mehr drin. Ja, so, das waren meine Ausgaben. Jetzt können wir richtig ganz toll spielen, ganz viele Spiele machen. Und ich habe die Möglichkeit, entweder diese 20 Euro. Eigentlich hätten wir Pfand gehabt, aber ich war so trottelig. Ich habe nur so ein paar Flaschen zum Glück weggebracht und habe den Bonzettel meinem Sohn gegeben und gesagt, er soll da ganz toll aufpassen. Und was macht der? Der hat das einfach in den Einkaufswagen getan und ja, hab ich nicht mitbekommen. Naja, was soll's. Also, irgendjemand anders wird sich gefreut haben. Aber gut, das waren irgendwie 1 Euro noch was. Egal. So, ich denke, ich mache es kurz und schmerzlos, pack's hier mit rein. Wir schauen mal 30, 40, 50, 60. Ich glaube, es reicht immer noch nicht. Ich glaube, da fehlen noch 8 Euro oder so. Aber ja. Das macht ja sonst auch keinen Spaß, so richtig zu spielen. So, das haben wir jetzt da reingepackt. Das heißt, wir schauen mal. Ja, es fehlen noch 7 Euro. Ihr habt es gesehen, ich habe überhaupt kein Kleingeld bedeutet. Wir können ja einfach nur ein bisschen den Strich dicker machen.
Und meine Buntstifte habe ich hier auch gerade nicht liegen, weil ich bin gerade so ein bisschen am Malen. Ich habe euch ja erzählt, ich muss euch das beim nächsten Mal mal zeigen. Ich habe mir diese, ja, es sind so Malbücher für Erwachsene, wo man dann mit, naja, was heißt für Erwachsene? Also können natürlich auch Kinder malen. Moment. Ich zeige euch das mal. Das hatte ich ja bestellt und ich habe da mal so ein bisschen angefangen zu malen und deswegen hatte ich meine Stifte im Wohnzimmer, weil ich da gestern auch noch gemalt habe. Ja, deswegen liegen die hier nicht an meinem Schreibtisch. Egal, das geht auch so. Also 7 € fehlen da noch. Mehr konnten wir jetzt gerade nicht machen. Das ist sehr, sehr schade. Aber es ist ja nun mal, wie es ist. Und ich würde sagen, wir tragen es aber trotzdem ein. Meine stattlichen 20 €. Also wir haben keinen Pfand gehabt. Kein Jahresspiel, das nicht, das nicht, das nicht. Und das Einzige, was wir gemacht haben, ist hier 20 €. Ist aber sehr traurig. Also 20 €. Okay, also ich hoffe, in Woche 3 sieht es ein bisschen besser aus. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Liebe und bis zu meinem nächsten Video. Bis dann, tschüssi!